Hallo, Philipp Haas von InvestorSearch TV und ich möchte Ihnen nochmal mein Update zur US-Wahl geben. Ich habe ja schon mal ein Video zu gemacht, wo es sich, glaube ich, als richtig herausgestellt hat, dass es eigentlich für die Börse ein bisschen ein Non-Event war. Denn ich habe ja bis 4 Uhr nachts am Wahlabend noch geschaut und da bin ich eigentlich zu Bett gegangen und habe gedacht, dass Trump gewinnen wird. Es war eine sehr, sehr komplizierte Wahl, weil es gab die Briefstimmen, es gab die Leute, die früher abgestimmt haben und es gab einen sehr, sehr großen Unterschied auch zwischen Stadt und Land, was wir auch in Deutschland sehen, aber das war früher, also vor 20, 30 Jahren gab es einfach auch noch US-Wahlen, wo alles rot war oder alles blau, also doch ein sehr gespaltenes Land zwischen Stadt und Land und dadurch war es sehr, sehr unterschiedlich und Texas war mal blau, Ohio war mal blau und dann gab es doch dann deutliche Siege dafür für Trump. Jetzt inzwischen ist doch selbst bei Pennsylvania, wenn man sich so die Zahlen angeschaut hat, hat man erstmal gedacht, okay, wenn man jetzt nicht die ganzen Daten hat von den Counties, ist unmöglich, dass da noch die Demokraten gewinnen, aber eigentlich jetzt Stand heute ist es doch ziemlich klar, dass Joe Biden gewonnen hat. Es ist nur noch eine Frage, wie und was jetzt genau passiert. Ich mag ja auch keine Politik machen und ich weiß auch, in der Gruppe finden viele auch Trump ganz gut und sicherlich ist er auch nicht ganz so die Person, die er vielleicht in den deutschen Medien dargestellt worden war. Aber auch die Rede gestern, das muss man schon sagen, das war schon sehr, sehr schwach. Da haben sich auch viele Republikaner geschämt. Ich finde, ein paar Sachen hat er sicherlich einen Punkt gehabt und er hat auch, ist ja auch nicht die Katastrophe eingetreten, wie manche Leute davor gesagt haben. Aber wie man da abtritt und sagen, es gab einen massiven Wahlbetrug, nur weil da Briefstimmen ausgezählt werden, wo er selber davor noch gesagt hat, die Republikaner sollen nicht per Brief abstimmen. Das ist schon eine sehr große Verachtung von der Demokratie und glaube ich, deswegen ist es unabhängig, wie man zu ihm steht, wichtig, dass er da nicht mehr in der Macht ist. Und auch die Börse hat ja sehr, sehr positiv reagiert. Warum auch? Ich glaube, das ist einfach dieses Thema Stabilität. Bei Trump wusste man nie, woran man ist. Er hat mal irgendwie das, mal das gemacht und sowas hasst die Börse. Und sicherlich für Weltaktien ist es positiv, dass jetzt wieder mehr Stabilität herrscht. Ja, Cleantech-Aktien sind ja schon im Vorfeld schon stark gestiegen, sind jetzt nochmal stark gestiegen. Aber ich glaube, auch für Europa ist das gut. Die Zölle werden jetzt nicht alles immer zurückgenommen. Also man darf jetzt auch keinen radikalen Kurswechsel von Joe Biden erwarten. Aber ich glaube, viel Unsicherheit verschwindet. Hängt jetzt auch ein bisschen noch davon ab, ob die Demokraten die Mehrheit im Senat bekommen. Ich glaube, in Georgia ist da noch entscheidend. Und das wird ihm auch sag ich mal, die Niederlage beibringen, weil es sieht sehr, sehr stark so aus, dass er auch in Georgia verliert. Also insgesamt ist die Niederlage nicht so deutlich, wie man sich vielleicht davor bei den Demokraten erhofft hat. Ja, also das war sicherlich falsch. Ich habe ja davor gesagt, Joe Biden wird stark sein in diesen demokratischen Staaten, Pennsylvania, Wisconsin, Minnesota, die er davor gewonnen hat, weil Joe Biden einfach dort besser, sag ich mal, das Arbeiterpublikum anspricht als eine Hillary Clinton. Aber in Florida, da sind die, sag ich mal, Venezuelaner und Kubaner, die sind schon sehr gegen Sozialismus und die haben nicht so für Joe Biden gestimmt, sondern das ging schon deutlich an Trump, hat aber nicht ausgereicht.